Gibt es noch Otter in Nordrhein-Westfalen? Ich glaube, leider nicht mehr. Ich glaube schon, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal tippen, ja. Und da ist er wieder. Eine kleine Sensation. Nach über 50 Jahren ist er zurück in Nordrhein-Westfalen. Doch so schön wie hier im Gehege sind die Tiere im Freiland nicht zu beobachten. Dr. Kriegs vom LWL Museum für Naturkunde in Münster und seine Kollegen wissen mehr. Der Fischotter war seit den 1950er Jahren eine ausgestorbene Tierart in Nordrhein-Westfalen. Im Jahre 2009 jedoch wurden zwei Tiere Opfer des Straßenverkehrs im Münsterland. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, um das mögliche Vorkommen zu untersuchen. Diese bestand aus dem niederländischen Forschungszentrum Altera, den biologischen Stationen und dem LWL Museum für Naturkunde. Wir konnten in dieser Arbeitsgruppe tatsächlich lebende Otter nachweisen, anhand ihrer Spuren, ihres Kots und anhand von Fotofallenaufnahmen. Heinz-Otto Rehhage links und Jan-Ole Kriegs rechts untersuchen die erstaunliche Rückkehr des Otters natürlich genauer. Woher stammen die Tiere? Wo halten sie sich auf? Wie viele sind es? Unter den Brücken im Sand kann man sicher gute Fußabdrücke finden. Oh, hier sind schöne Spuren. Diese Spuren enthalten viele Informationen. Ja, also hier unter der Brücke finden wir jede Menge frische Fischotterspuren in verschiedenen Größen. Das heißt, es müssen größere und kleinere Tiere hier gewesen sein. Auch hat sich der Schwanz hier im Schlamm abgedrückt, als der Otter hier von dem Hang etwas heruntergerutscht ist. Wie erkennt man Otterspuren? Ja, das hier ist ein großer Fußabdruck eines Fischotters. Der hat bestimmt 5 bis 6 cm im Durchmesser. Und typisch für alle Marderartigen, wie ja auch der Fischotter einer ist, diese 5 Zehenballenabdrücke, 1, 2, 3, 4 und der 5. etwas nach hinten versetzt. Das ist der Daumen oder der entsprechend hier der innerste Zeh. Das ist also ein linker Abdruck. Auf zu den Fotofallen. Spannend. Ob die Infrarotkamera Nachtaufnahmen vom Otter machen konnte? Tatsächlich. Fantastisch. Wenn auch nur schwarz-weiß. Endlich der Nachweis, die nachtaktiven Tiere sind in einem neuen Revier im Münsterland unterwegs. Otter markieren ihre Reviere. Mit einem Körpersekret. Und, leicht anrüchig, auch mit Kot. Diese Kotprobe brauchen die Wissenschaftler. Ja, also wir werden jetzt hier diese Kotprobe einsammeln, um später genetische Untersuchungen damit durchführen zu können. Hier ist sie. Typisch Fischotter ist diese schwärzliche Färbung. Und dann haben wir innen drin so kleine silbrig glänzende Bereiche, das sind Fischschuppen und Krähen. Und ganz charakteristisch ist der Geruch. Fischotterkot riecht immer intensiv nach Fisch. Wie kann man über Genetik herausfinden, woher die Otter plötzlich kommen? Das geht so. Diese Kotprobe hier wird jetzt in absoluten Alkohol konserviert, bei uns im Museum eingelagert und später durch unsere Kooperationspartner in den Niederlanden im Labor analysiert. Im Kot findet man immer Schleimhautzellen des Otters. Untersucht man die DNA dieser Zellen, so gewinnt man Aufschluss über die Abstammung der Otter. Zunächst aber wird die Probe eingefroren. Ja, ich überführe jetzt die Kotprobe, die wir im Gelände hier konserviert haben, in ein sogenanntes Kryoröhrchen. In diesen Kryoröhrchen, die sind temperaturstabil, wird die Probe auf minus 80 Grad für die Zukunft konserviert. Mehr als 20 Kilometer können sie pro Nacht wandern, über Land oder entlang von Flüssen, auf der Suche nach einem geeigneten Revier. Hier ist das zentrale Münsterland. Hier kommen die Fischotter vor. Und wir fragen uns jetzt, sind die Tiere aus den Niederlanden gekommen? Über die Flüsse, zum Beispiel über die Berkel oder die Dinkel oder andere Flusssysteme. Oder sind die Tiere vielleicht aus Niedersachsen gekommen? Hier ist die Weser, also bis hier sind die in Niedersachsen verbreitet. Erfreulicherweise leben schon wieder 10 bis 20 Tiere im Münsterland.
Genetisch passen sie zu einer Population in Niedersachsen. Diese hat wirklich die letzten 50 Jahre überstanden und breitet sich derzeit aus. Was frisst nun der Otter? Die Jungen saugen natürlich Milch von der Mutter, der Fähe. Aber später? Ja, der Otter ist eigentlich ein Nahrungsgeneralist und nutzt alles, was in seinem Lebensraum vorkommt. Woher weiß man das? Natürlich wieder aus dem Kot. Er ist eine wahre Fundgrube. Denn Unverdauliches wird bestens erhalten vom Otter ausgeschieden. Herr Rehage findet Teile eines Flusskrebses. Zum Beispiel ein Beinchen von so einem Krebs. Und da ist auch noch eins. Auch einen Mistkäfer hat er erwischt. Hier sieht man seine traurigen Reste. Hier haben wir jetzt hauptsächlich Beinchen, Schenkel, Schienen, Tarsen, also Fußglieder. Man findet im Kot sogar Knochen eines Amphibiums. Sie stammen vielleicht von solch einem schönen Wasserfrosch. Fisch aber frisst der Otter am allerliebsten. Deshalb hat man ihn ja als Konkurrenten des Menschen um den Fischreichtum bis zur Ausrottung gejagt. Aber die Otter sind zurück. Und damit ein Stück lebendige Natur. Hoffen wir, dass die kleine Population von Jahr zu Jahr größer und größer wird.